dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo, schon wieder am Start ist die Nummer 11 der munteren Philosophie-Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Eine Erläuterung der verschiedensten Äußerungen zu diesem Thema. Anonymer und nicht anonymer Art. Es geht weiter mit der Nummer 52. Begriffe gewinnen wir durch das Identifizieren des Nichtgleichen. Mit anderen Worten, anstelle von abstrakter Begriff und unzähliger Einzelfälle identifizieren anstelle der allgemeinen Begriffe und das nicht gleiche unzählige Einzelfälle. Mit anderen Worten gesagt, die Nummer 48, das verschiedene, nicht gleiche identifizieren, gleichsetzen. Gleichsatz.de, eine der besten philosophischen Webseiten, die es seit Arnulf Riedebrecht gegeben hat. Also das Identifizieren ist zwar recht praktisch und wenn es im Sinne eines Nutzens geschieht, ist dagegen nichts einzuwenden. Das heißt, der Nutzen hat sich dann in ethischer Hinsicht zu rechtfertigen. Aber wohingehend auf erkenntnistheoretischem Gebiet einfach so identifiziert wird, sprich im Sinne eines Erkennens, einer erkennungsdienstlichen Behandlung, wenn man so will, die Identifikation stattfindet, dann ist das abzulehnen. Denn eine solche Identifikation, außer eben zweckbedingt, ist nicht möglich. Da müsste man schon wissen, mit wem man es als Person zu tun hat. Also die Person müsste definiert werden, das Ich eines Menschen. Also mit dem jemand dann identifiziert wird. Und da ist ein weites Feld an, wie heißt da eben, nicht gleiches oder unzählige Einzelheiten sind da zu berücksichtigen, wo man eben, freilich kommt man in der Praxis nicht ohne Identifikation aus, auch ordnungspolitisch müssen die Mitglieder eines Gemeinwesens sich identifizieren lassen, aber das geschieht eben immer nur bis zu einem gewissen Grad, der dann gut genug ist, um diese Identität festzustellen, um dann jemanden zu verurteilen und zu bestrafen. Aber das hat halt eben nichts mit einer davon unabhängigen Wahrheit oder Erkenntnis oder irgendeinem Wissen zu tun und nur gegen diese Vorstellung wende ich mich hier, die deswegen nicht irrelevant ist, denn diese Methode des Identifizierens und die darauf beruhenden Begründungen sind sehr zahlreich in allen möglichen Institutionen versteckt, gerade in der Rechtsprechung. Also,
Wir gewinnen durch das Identifizieren des Nichtgleichen einen Begriff. Und solange das zweckbedingt geschieht und im Bewusstsein der Zweckbedingtheit ist dagegen nichts einzuwenden, bloß hat das eben nichts mit Erkenntnis und Wahrheit zu tun. Der nächste Punkt, Begriffsrealismus, was haben wir darunter zu verstehen, ist eben wie in 52, dass der Begriff der Realität sich durch ein Identifizieren, ein bloßes Identifizieren ergibt, definiert ist. Identifizieren nach dem Muster, wie man das kleinen Kindern die Sprache beibringt, das ist ein Schaf. Es lernt den Namen mit einem Ding, einer Sache zu identifizieren, ohne sich jetzt irgendwelche Gedanken zu machen, was bedeutet mir jetzt die Idee oder die Vorstellung eines Schafs. Das ist beim Erlernen der Sprache nur hinderlich und kleine Kinder wollen davon auch gar nichts wissen. Bis zu einem gewissen Alter, wenn dann festgestellt wird, dass es Missverständnisse gibt, dass jemand anderer einen anderen Begriff hat, sprich eine andere Bedeutung zumisst dem Ganzen. Und dann wird eben diese Differenzierung vorgenommen. Man erreicht bewusstseinsmäßig einen Abstand zur Sprache. Es ist diese Unmittelbarkeit, die geht verloren und es taucht die Frage auf, wie entstehen diese unterschiedlichen Auffassungen, wo es doch anscheinend eine objektive Realität gibt. Das ist jetzt meine Radiostimme. Um nochmal zurückzukehren, 53 versucht alles Subjektive, würde bedeuten, das Nicht-Objektive, also das Nicht-Verallgemeinerte, ist jetzt nicht unbedingt auf ein Subjekt bezogen, sondern eben das Nicht-Verallgemeinerte Einzelne zu verallgemeinern. Das ist zwar nicht intendiert, diese Verallgemeinerung geschieht im Grunde allein durch den Gebrauch der Sprache ist die Verallgemeinerung praktisch mit im Paket, so dass jetzt da niemand etwa im Sinn hat, etwas zu objektivieren. Es ist halt alles nur sehr pauschal und klischeehaft. Von hohem Abstraktionsniveau, also sehr allgemein und damit eher nichtssagend, aber für bestimmte einfache Gemüter ausreichend und oft auch im praktischen Gebrauch gar nicht nötig, da ins Detail zu gehen. So. Die Nummer 54, in der Abstraktion werden ganze Sätze in einem Wort zusammengefasst. Da kann ich mich erinnern, gibt es dann noch Beispiele, genau. Da muss ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, was da alles ist. Im Grunde genommen, wenn man die Definition eines
eines Begriffs, eines etwas, eine etwas komplexeren Angelegenheit betrachtet, dann ist jeder Satz dieser Definition eines Wortes dann eben der ganze Satz dieser Abstraktion in einem Wort. Also ein Hund ist ein Vierbeiner, ist der ganze Satz, ein Hund ist ein Vierbeiner, die in einer Abstraktion zusammengefasst Hund. Und das kann dann seitenlange Definition sein, dann sind in einer Abstraktion seitenlange Sätze zusammengefasst. Spielt keine Rolle. Es darf nur niemand glauben, dass eben ein Begriff einfach so als Begriff, als einzelner Begriff, gar nicht einmal als Satz schon definitiv eine Realität bzw. eine Wahrheit oder ein Wissen darstellt, so dass man dann nur bei Nennung dieses Begriffs dann schon von jemandem ein Verständnis erwarten kann. Und dann womöglich sehr enttäuscht ist, wenn das nicht geschieht. Die nächste Nummer, 55, die Sprache besteht aus allgemeinen Namen und Allgemeinheit bedeutet immer Undeutlichkeit. Dürfte mittlerweile klar sein, mit anderen Worten ausgedrückt, dass jedes Wort ist ein Allgemeinbegriff und in dem Sinne gilt dann auch das Wort Nietzsches, jedes Wort ist ein Vorurteil. Und um dann nochmal auf Wittgenstein zurückzukommen, Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung durch Sprache. Eine vernünftige oder ein rechter Sprachgebrauch will eigentlich nichts anderes als seine Begriffe pausenlos definieren oder erläutern. Klar machen, was man unter welchem Begriff versteht. Das ist der einzige Sinn und Zweck von Verständigung oder auch Kommunikation, im Grunde genommen, wenn es jetzt um etwas sachlichere Thematik geht und nicht bloß irgendein Geschwätz am Gequatsche am Gartenzaun. Die nächste Nummer 56, wir bilden Begriffe, indem wir von den verschiedenen Eigenschaften der Dinge einige fallen lassen. Das ist eben mit Abstraktion gemeint, ist wieder die ganze Geschichte, Subjektive zu objektivieren, ist dieses fallen lassen, identifizieren des Nichtgleichen, ist dieses fallen lassen eben Abstraktion. Undeutlichkeit ist dieses Fallenlassen und dessen muss man sich bewusst sein, dass in einem Begriff man nur das Nicht-Fallen-Gelassene aufgreifen muss, um eine bestimmte Bedeutung des Begriffs in Frage zu stellen oder auch um eine ganz andere Bedeutung eines Begriffs zu geben, weil eben andere Merkmale für einen anderen Zweck hervorgehoben werden bzw. Nützlich sind. Jetzt kommt wieder mein Freund Schopenhauer zu Wort mit seiner spitzen Zunge. Mit seinem Lästermaul möchte man sprechen. Die Welt als Wille und Vorstellung, allerdings nicht in dem Sinne, wie ich gerne hätte, dass die ganze Sache verstanden wird. Schopenhauer ist Objektivist, leider Gottes,
nichtsdestotrotz immer gut für eine kleine Polemik oder, wie andere sagen, die Wahrheit. Eine Neigung der Köpfe zum Operieren mit solchen abstrakten und zu weit gefassten Begriffen hat sich fast zu allen Zeiten gezeigt. Sie mag zunächst auf einer gewissen Trägheit des Intellekts beruhen, dem es zu beschwerlich ist, das Denken stets durch die Anschauung zu kontrollieren. Solche zu weiten Begriffe werden dann allmählich fast wie algebraische Zeichen gebraucht und wie diese hin und her geworfen, wodurch das Philosophieren zu einem bloßen Kombinieren, zu einer Art Rechnerei ausartet, welche wie alles Rechnen nur niedrige Fähigkeiten der Erbsenzähler beschäftigt und erfordert. Ja, zuletzt entsteht hieraus ein bloßer Wortkram. Die Wortkrämer. Ja, zu weit gefasst, das ist ein anderes Wort für sehr abstrakt. Und eine Trägheit des Intellekts würde ich jetzt nicht sagen. Es ist eher die Trägheit des Intellekts von anderer Leute, die eben diesen zu weit gefassten Begriffen kein Interesse haben, denen nachzuspüren, sie enger zu fassen, denen es zu beschwerlich ist, etwas tiefgründiger zu reflektieren, die denkfaul sind, wie es so schön heißt. Und wie Schopenhauer hier meint, das Denken durch die Anschauung zu kontrollieren, ist in den meisten Fällen sowieso nicht möglich, weil viel Gedachtes keine Anschauung zur Verfügung hat, weil es sich da um Nicht-Gegenständliches handelt. Innerbetrieblich sozusagen psychologischer Natur, seelischer, des inneren Bereiches im Gegensatz zum äußeren Bereich außerhalb der Haut. Und dann das rechnerische Denken, das später Max Weber im Zusammenhang mit dem Kapitalismus gebracht hat, ist aber im Grunde genommen ist die formale Logik, in der nur die allgemeingültigen Definitionen der Dinge von Belang sind und nicht der Bezug zur außerlogischen Welt, sage ich mal, zum irgendetwas, das da überall in Form von, jetzt sage ich mal den Namen, Blumentöpfen und Büchern auf Regalen und falls jetzt es diese Namen nicht gäbe und ich zu Besuch wäre bei einem Außerirdischen, dann müsste man diese existierende, unbekannte Welt als irgendetwas bezeichnen. Das spielt alles für die formale Logik keine Rolle. Formal logisch wird alles nur gerechnet, wie da haben die Begriffe ihren ganz besonderen Wert, sind auf eine Stelle hinterm Komma definiert
und werden dann zusammengezählt, multipliziert, geteilt. Man muss sich das vorstellen, wie so Worteinheiten im Computer, so Module, so Wortmodule, die auch Textcomputer dann zu fast täuschend ähnlichen Nachrichten zusammenbauen, wo der Normalverbraucher dann nicht merkt, ob so ein Ding jetzt von einem Computerprogramm oder von einer menschlichen Seele geschaffen wurde. Das sind die Dinge aus der formalen Logik. Da geht man davon aus, dass die Worte ganz bestimmte Bedeutung hervorrufen, einen ganz bestimmten Sinn produzieren. Und das sind dann feste Bausteine, die kann man aneinander setzen und durcheinander auch würfeln. Das sind die Verknüpfungspunkte, die sind im Programm enthalten. Und so kann dann mit einem Wortschatz, da werden ja immer sogenannte Korpusse an Sprachschöpfungen wurden da von Microsoft und auch von Google wahrscheinlich aufgekauft, um so Wortwendungen, wiederholte Wortwendungen, um die Sprache da so zu analysieren, um dann möglichst computermäßig, algorithmusmäßig da Muster aufzudecken, die sich dann auch in der Masse der Menschen wiederfinden lassen, so dass da was vorausberechnet werden kann. Das ist die Rechnerei, die Schopenhauer da im 19. Jahrhundert angesprochen hat, auf PC-Verhältnisse heruntergebrochen, PC-Kram, möchte man sagen, so ungefähr wie Übersetzungsprogramme, die sind ungefähr so gut, also das sind die Besten produzieren da in der Regel Schwachsinn. Wenn man da mal einen etwas komplexeren Begriff übersetzt haben will oder Textstellen, da ist die Maschine einfach überfordert. Die wird auf ewige Zeiten überfordert sein, wenn solange es noch so ein schöpferisches Denken, wie das temporär zurzeit noch vielfältig noch zu finden ist. Aber der Trend geht immer mehr dazu, dass man die Leute dazu bringt, mehr so zu denken wie ein Computer. Und dann ist der Rechner voll im Kurs. Also dann wird es tatsächlich so sein, dass ein Computer besser denken kann, auch im ganz normalen Sprachgebrauch oder irgendwelche Diskussionen, Thematiken, auch philosophisch, als diese Generationen, die sich allzu sehr an solche Wortbausteine angepasst haben. So schaut's aus, Kollegen. Jetzt muss ich mal kurzer Blick. Oh la la. Ja, doch. Knappe 5 Minuten. Es geht weiter mit Paul am Feierabend. Wieso habe ich das hinter den Schopenhauer? Genau, diese Art Rechnerei, dieser Gebrauch der Sprache in einer Art Rechnerei mit vordefinierten Begriffen oder eben nur übernommenen Begriffen und übernommenem Sprachgebrauch, die sogenannte Herkunft oder das Herkommen, wo jemand keine eigenen Gedanken mehr hat, sondern nur so denkt, wie immer schon gedacht wurde.
Das wären dann nach einem Wort von Paul Feierabend die Apostel der Umgangssprache. Und im Sinne dieser Formulierung habe ich mir dann auch über die Jahre schon des Öfteren die Freiheit genommen, Apostel, Objektivitätsapostel zu benennen und Apostel in allen möglichen Schattierungen. Sobald nur irgendetwas in der Richtung erschienen ist, waren das sofort Apostel. Meine Vorurteile gefrönt. Rationalitätsapostel wären solche Kollegen. Gut. Es folgt folgt noch. Gregory Bateson war mal in den 80er Jahren eine große Nummer mit Paul Watzlawick und überhaupt der Schule von Palo Alto, Big Sur, Berkeley, hier in Anlehnung an Francis Bacon, der hat die Marktplätze quasi eingeführt. So ist unsere Sprache aufgebaut, der Stein ist hart und diese Redeweise ist gut genug für den Marktplatz. Das ist eine neue Sorte, das ist eine neue Sorte. Die Kartoffeln sind verfault, die Eier sind frisch. Eine Gebrauchssprache in weiten Teilen. Der deutschen Sprache wird ja nachgesagt, dass sie sich sehr gut zum Denken eignet. Das heißt, die Begriffe, die da zur Verfügung stehen, sind wohl etwas differenzierter als in vielen anderen Sprachen, was das Denken auch erleichtert und möglicherweise für einen einem gewissen geschichtlichen Abschnitt, sagen wir mal Mitte 18. Jahrhundert bis Mitte 19. Jahrhundert, also 1750 bis 1850, die Blüte und Hochzeit der deutschen Kultur dafür verantwortlich war, dass dann auch im Nachhinein noch lange gezehrt wurde von diesen Erfolgen und Resultaten dieser Fähigkeiten, womit dann das nächste 20. Jahrhundert eifrig bemüht war, anscheinend, um das Ganze wieder abzubauen, so dass wir jetzt sind, wo wir momentan sind mit diesen Generationen und PISA-Studien und irgendwo Mittelfeld oder weit abgeschlagen, diese deutsche Nation. Muss ich mich wieder hüten, um Beifall von der falschen Seite zu bekommen. Ich bin jetzt kein Nationalist in dem Sinn, aber was jetzt so Möglichkeiten, die innerhalb eines Sprachschatzes liegen, der zur Verfügung steht, angeht, da interessiert mich dann doch. Gut, das nächste Mal in der Folge 12 geht's dann weiter mit der Nummer 60. Das war's für dieses Mal. Peace und out.